So, jetzt sind wir ganz besonders stolz, dass wir das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bei uns haben und dass der Dr. Bree das auch tatsächlich einrichten konnte. Erstens und zweitens, weil er hat natürlich wahnsinnig viel zu tun und auch die Reise angetreten ist von Berlin hier nach Düsseldorf. Alles streikt mal wieder, es ist alles schwierig. Das gilt im Übrigen auch für die anderen, aber Herr Dr. Bree, wir sind wirklich froh, dass Sie hier sind. Wir haben uns ja in Cottbus gesehen, noch im November, und wo wir gemeinsam auf dem Podium waren, wo es eben auch um die Dekarbonisierung der Industrie ging. Und ich darf Sie kurz in zwei, drei Sätzen noch kurz vorstellen. Also, Sie sind vom Werdegang Rechtsanwalt, haben also in Köln studiert und in Washington und haben dann hinterher promoviert in Göttingen, wenn ich das richtig gelesen habe. Waren dann als Rechtsanwalt auch ein paar Jahre tätig und sind dann zum Ministerium gelangt und wurden dann auch abgeordnet, A, zum Bundeskanzleramt. Ich weiß gar nicht, wie lange die Zeit da war, spielt aber auch keine Rolle. Werden auf jeden Fall wichtige Aufgaben gewesen sein und zur deutschen Botschaft in den USA. Und Sie verantworten seit 2022 jetzt das Referat, welches sich eben für die Förderinstrumente Dekarbonisierung der Industrie verantwortlich zeichnet, für die Klimaschutzverträge, für die nationale Wasserstoffstrategie. Ja, also alles und natürlich Strom- und Gaspreisbremse nicht zu vergessen. Also, was uns jetzt im letzten Jahr, ich glaube, alle im Markt da auch deutlich herausgefordert hat. Also die Aufgaben können nicht vielfältiger und komplexer sein. Da beneiden wir Sie jetzt nicht drum. Aber vielleicht geben Sie uns ein paar Antworten auf die Fragen, die wahrscheinlich hier alle im Podium oder. Ja. Okay, bitte an alle Teilnehmenden digital. Wir haben verstanden, dass Sie Probleme bei der Ansicht unserer Präsentation haben. Bitte seien Sie so freundlich, klicken Sie mit Ihrer Maustaste auf der rechten Seite auf das Bild der Präsentation. Dann bekommen Sie vier Angaben. Da steht einmal an den Frame anpassen. Und wenn Sie das anklicken, dann haben Sie eine volle Präsentationsseite. Herzlichen Dank, weiterhin viel Spaß. Nicole, Dankeschön. Herr Dr. Bree. Ja, vielen Dank, Herr Ruphieber, für die sehr, sehr nette Begrüßung und Einleitung. Tatsächlich, ich glaube, das trifft uns auf uns alle zu, dass wir im Moment viel zu tun haben und ich konnte in der Bahn gut arbeiten. Das war zwar etwas verspätet, wie Sie gemerkt haben, aber wie gesagt, die Zeit konnte man auch gut nutzen. Insofern hat sich das schon gelohnt und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und heute, ja, über das Thema. Ich glaube, ich habe auch eine mit heißer Nadel gestrickte Präsentation vorbereitet zu dem Thema der Spagat zwischen Strom- und Gaspreisbremse und Klimaschutz. Und wie geht es weiter? Ah, so kann ich das starten. Sehr gut. Also, wie Sie schon angesprochen hatten, ich bin zuständig für verschiedene Dekarbonisierungsprogramme. Strom- und Gaspreisbremse habe ich nicht ganz alleine gemacht. Da waren 30 bis 40 Kollegen im Ministerium mit befasst. Das war ein Mammutthema. Aber wie gesagt, habe ich auch mit daran teilgehabt. Und insofern kann ich Ihnen vielleicht da ein paar Einblicke aus unserer Arbeit geben, was ist bisher gelaufen und eben auch zu der Frage, wie geht's weiter. Interessant, eben der Spagat, ja, wurde ja auch schon eben von Herrn Römer teilweise angesprochen. Wie sind diese beiden, wie ist die Krise oder ja, eben auch gerade jetzt die Energiepreis- und Kostenkrise mit dem Dekarbonisierungsziel vereinbar? Ich glaube, da gibt es sicher einige Bereiche, in denen hier eine Unterstützung der Gegenseite der beiden Aspekte erfolgt, aber sicher auch gegenläufige Bereiche. Interessant war heute oder gestern wurden ja die Zielerfüllungszahlen für die Sektorenziele vom UBA veröffentlicht und heute dazu habe ich die Überschrift gelesen: Krise rettet Klimaschutz. Das ist natürlich ein Aspekt, aber bezieht sich natürlich auch auf das Thema und gemeint ist insbesondere im Industriesektor so, dass doch in einigen Anlagen eben die Effizienz gesteigert wurde, aber eben auch teilweise Anlagen runtergefahren wurden.
Herr Günther kennt das Thema, sodass hierdurch Einsparungen erzielt wurden. Insofern, klar, im Ergebnis haben wir die Klimaziele gerade im Industriesektor geschafft, in anderen Sektoren, wie Sie wissen, nicht. Und das auch dank der Krise, aber man muss klar sagen, das ist nicht unser Ziel. Ja, also wir wollen nicht durch eine Deindustrialisierung die Klimaziele erfüllen. Wir glauben, dass das nicht der Weg ist, um langfristig global auch dem Klimaschutz zu helfen, sondern es ist wichtig, dass Deutschland vorangeht, dass Deutschland mit neuen Technologien ein Beispiel setzt, zeigt, wie eine Industrie eben auch mit der Transformation erfolgreich sein kann, wettbewerbsfähig sein kann. Und das muss unser Ziel sein. Und ich glaube, da gibt es sicher auch jetzt in der Krise Dinge, die das unterstützt haben. Aber natürlich mussten wir hier auch ein paar Umwege gehen und einen gewissen Spagat eben hinlegen. Ich will heute ganz kurz die beiden Themenbereiche so ein bisschen abstecken. Also zum einen Maßnahmen, was wir unternommen haben nach dem Ukraine-Krieg im Hinblick auf insbesondere Energiepreise, Energiekosten, Energiesicherheit, das kurz benennen. Aber dann den Schwerpunkt doch eher auf die Maßnahmen zur Dekarbonisierung setzen, da kurz sagen, welche Programme gerade bei uns laufen und wie es eben auch weitergeht, was die Ziele jetzt insbesondere in diesem Jahr sind. Was die Maßnahmen zur zum Ukraine-Krieg, nach dem Ukraine-Krieg angeht, habe ich hier ein paar genannt. Es ist nicht vollzählig, vollständig. Da gibt es sicher noch sehr, sehr viel mehr, was die Bundesregierung gemacht hat. Mir ist aufgefallen, also insbesondere auch die Inbetriebnahme der LNG-Terminals, der Floating LNG-Terminals, kann man ja auch wirklich als eine Erfolgsgeschichte sehen. Da wird jetzt inzwischen vom LNG-Speed gesprochen, ja, dass eben Dinge doch relativ schnell gehen, wenn sie dann notwendig sind. Wir haben insgesamt sollen es 6 werden, die installiert werden. Und 2 sind meines Erachtens jetzt schon in Betrieb. Also das ist eine wirklich irgendwo eine Erfolgsgeschichte, die geschaffen wurde. Auch hier sieht man ein bisschen beim Spagat. Die Frage war immer vor der Krise, brauchen wir noch LNG? Ja, die Antwort war da eher vielleicht nicht. Vielleicht sollten wir rechtzeitig auf Wasserstoff setzen, nicht noch weitere Gasversorgungsinfrastrukturen etc. schaffen und dafür investieren. Da hat uns die Krise jetzt eines anderen belehrt und gezeigt, dass wir hier doch auch offen sein müssen, eben für andere Bezugspunkte. Uns ist klar, Gas wird eine zumindest Brückentechnologie für die nächsten Jahrzehnte, zumindest Jahre sein. Und insofern war diese Maßnahme sicher notwendig. Die Floating Terminals werden sicher auch nicht über lange Jahre im Gebrauch sein. Es werden feste Terminals installiert werden. Und wir kümmern uns sicher auch darum, dass gerade auch die Anschlüsse und die Infrastrukturen, die dafür nötig sind, dann auch H2-ready sind und dann eben auch für grünen Wasserstoff oder andere Derivate genutzt werden können. Andere Themen, Haushaltsfinanzierung der EEG-Umlage war eigentlich so die erste Maßnahme, die ergriffen wurde. Damals lag sie noch bei 3,7 Cent, wurde dann eben total haushaltsfinanziert. Davor war es sozusagen hälftig haushaltsfinanziert. Ab Mitte des letzten Jahres hat sich ja vielen Unternehmen und auch Haushalten geholfen, nicht so sehr denen, die sowieso schon in der besonderen Ausgleichsregelung waren, also den besonders energieintensiven. Für die wurde dann das unter anderem das Energiekostendämpfungsprogramm eingerichtet, also ein Programm, was eine Kompensation gestiegener Strom- und Gaskosten möglich machte. Wir waren nur eins von 3 Ländern in Europa, die das eingerichtet haben, mussten uns allerdings auf der anderen Seite auch nach den Vorgaben der Europäischen Union richten, dem TCF, also den Beihilfevorgaben, sodass doch einige Regeln drin waren, insbesondere was das Verlustkriterium angeht, also nur Unternehmen, die wirklich im Verlust, im Betriebsverlust waren, konnten
Subventionen über 2 Millionen in Anspruch nehmen, sodass es hier eine Verengung gab. Es gab noch ein Spezialproblem, was die Nutzung von Wärme, Energie durch Wärme anging. Das haben wir am Ende nochmal aufgenommen, nachdem wir das mit der Kommission diskutiert hatten. Aber am Anfang war eben die Wärmenutzung auch nicht kompensierbar. Insofern war, sagen wir mal, die Inanspruchnahme überschaubar. Es haben jetzt aber insgesamt am Ende haben wir jetzt doch über 1500 Unternehmen, die Anträge gestellt haben. 1000 Unternehmen wurden mittlerweile beschieden und es sind um die 200 Millionen Euro beschieden worden und davon schon auch der Großteil ausgezahlt worden. Weitere Maßnahmen, Sie wissen, nach dem Notfallplan haben wir die erste Stufe und die zweite Stufe ausgerufen. Die ist immer noch in Kraft, auch wenn, sieht man gleich, inzwischen die Situation sich, glaube ich, wirklich entspannt hat, was eben auch dadurch geschaffen wurde, dass wir versucht haben, auf den Märkten Erdgas zuzukaufen, insbesondere auch die Speicherung voranzutreiben, was gut gelungen ist, sodass wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut und sehr sicher vor allen Dingen über den Winter gekommen sind. Andere Stichworte, Stützung von Uniper, die eben darunter gelitten haben, dass sie viel Erdgas aus Russland eingekauft haben und den dann auf anderen Märkten nachkaufen mussten und insofern hohe Verluste gehabt haben. Da ist die Bundesregierung dann eingestiegen. Die Frage war, löst man das über eine Gasbeschaffungsumlage, falls Sie sich noch daran erinnern. Die Antwort war erst ja, wir probieren das. Nachher wurde das politisch revidiert und die Gasbeschaffungsumlage kam nicht. Ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen, wenn sich da die Bundesregierung belehren lässt und vielleicht dann auch falsche Entscheidungen nochmal überdenkt und korrigiert. Wir haben Gazprom Germania, wichtiges Unternehmen für die Gasversorgung in Deutschland, verstaatlicht, jetzt unter dem Namen CEFE. Und last but not least und schon angesprochen, auch im Titel eben, die Gas-, Wärme- und Strompreisbremse in Kraft gesetzt im letzten Jahr, wonach es ähnlich wie nach dem Prinzip des Energiekostendämpfungsprogramms, aber jetzt für wirklich alle Verbraucher möglich ist, Kosten für Strom- und Gaspreise, die einen bestimmten Kosten zu subventioniert zu bekommen. Und wie Sie wissen, geht es darum, eben, dass auf einen bestimmten Preis eben die Subvention gezahlt wird, sodass der Verbraucher nicht mehr als einen bestimmten Preis zahlt. Das ist unterschieden für Haushalte und für größere Verbraucher und Industrieverbraucher. Die ist Anfang dieses Jahres in Kraft getreten. Wir haben inzwischen eine Situation, dass die Preise teilweise unter den Preisen liegen, die von der Gas- oder Strompreisbremse eben garantiert werden. Trotzdem gibt es auch viele Verbraucher, die noch Langfristverträge im letzten Jahr schon abgeschlossen haben, sodass die Preise doch drüber liegen und sie diese in Anspruch nehmen können. Wie es da genau weitergeht, weiß keiner von uns. Wir gehen aber davon aus, dass die ursprünglich mal so auch politisch in den Raum gestellten 200 Milliarden, die benötigt werden, vielleicht doch nicht ganz abgerufen werden müssen und wir dann diese Gelder dann vielleicht auch hier für den zweiten Themenblock mehr für die Dekarbonisierungsprogramme einsetzen würden, was mich persönlich auch freuen würde. Zur Strompreisbremse noch zwei aktuelle Nachrichten. Es wurde aufgrund der Vorgaben der Kommission nochmal eine Differenzverordnung jetzt vom Kabinett beschlossen. Das heißt, die Kosten für Industrieunternehmen werden gedeckelt auf einen bestimmten Betrag. Also man bekommt beim Gas maximal 8 Cent die Kilowattstunde ersetzt und maximal 24 Cent beim Strom. Das ist eine europäische Vorgabe gewesen. Wie gesagt, wir werden sehen, wie viel das in der Praxis ausmachen wird. Die Verordnung ist auch noch nicht in Kraft, aber wie gesagt, durchs Kabinett. Die zweite Frage, die uns da auch beschäftigt, ist die Frage der Administration, der Prüfbehörde. Das war immer so ein bisschen
ich glaube auch, als wir in Cottbus darüber diskutiert haben, so ein großes Fragezeichen, wer wird denn jetzt die Prüfbehörde? Intern haben wir gesagt, die Behörde, die keinen Namen hat oder die keiner nennen darf. Die Einigung war jetzt am Ende, dass diese Prüfbehörde ausgeschrieben wird, also ein Privater wird, der dann eben auch anschließend beliehen wird. Wir können nur hoffen, dass das jetzt möglichst schnell geht, weil die dringend gebraucht wird. Jetzt vielleicht noch ein paar Auswirkungen sozusagen. Wir sehen hier Gas- und Strompreise auf der rechten Seite. Und man sieht das, was ich schon ein bisschen angesprochen hatte, man ist eigentlich von den Preisen fast wieder bei einem Vorkrisenniveau auf beiden Seiten, wobei das ist Anfang 2022, auch da waren die Preise schon leicht erhöht oder stark erhöht, muss man sagen, gegenüber den Jahren, weiß ich, 2021 oder 2019. Wir wissen nicht, ich weiß es nicht, wie geht's weiter, wie entwickeln sich weiter die Preise, aber man spricht gemeinhin vom New Normal. Das heißt also, dass die Preise sich nicht auf diesem Niveau von 2019 wieder einpegeln werden, sondern dass man doch eine leichte Erhöhung eben drin haben wird. Und das ist sicher auch schon wichtig für jetzt die Planung, was Dekarbonisierung, Elektrifizierung insbesondere beim Strombereich auch angeht. Man sieht aber, glaube ich, schon, dass auch die Maßnahmen der Bundesregierung gewirkt haben, dass sie insbesondere auch zu einer Beruhigung der Märkte beigetragen haben. Viel, wenn man diese Ausschläge sieht, sind marktgetrieben. Ja, das ist nicht, weil da jetzt Gas an dem Tag besonders viel gemangelt hat, ja, sondern da ist der Markt heiß gelaufen und dann kommen solche Ausschläge zustande. Im Moment sind wir etwas wieder in ruhigeren Fahrwassern. Hier nochmal das Bild zu den Speicherständen, auch interessant, dass wir sind jetzt praktisch hier an der Stelle, also sehr viel höher als in den Vorjahren und auch im Mittel der Vorjahre. Insofern kann man sagen, und das galt für den gesamten Zeitraum, also den gesamten Winter 2022-2023, insofern kann man wirklich sagen, die Gassicherheit war eigentlich immer gewährleistet und ist sie im Moment auch noch, wobei wir haben vielleicht noch einen Winter mit Engpässen, also insofern will ich jetzt nicht zu früh Entwarnung geben, aber im Moment sieht die Situation so ganz gut aus. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, wie angekündigt, Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Industrie. Wir haben auf der einen Seite natürlich, und wurde ja auch schon angesprochen, was will man? Ja, will man Förderung, will man Regulierung, will man Rahmensetzung? Und natürlich ist für uns beides wichtig, was die Bundesregierung ins Auge fasst. Ich würde mich heute mal mehr auf den Förderungsteil konzentrieren, aber trotzdem sind die Prioritäten da nicht so eindeutig und wir haben es ja auch gehört, auch für die Unternehmen ist es nicht nur die Subvention das, was zählt, sondern man braucht eine gewisse Planungssicherheit, man braucht Verlässlichkeit und insofern sind das Dinge wie CBAM, also die europäische Regelung, dass eben für Importe, die CO2 haben, dass die CO2 mit CO2 hergestellt wurden, eben auch Abgaben gezahlt werden müssen, was jetzt auf europäischer Ebene entwickelt wird. Die ETS-Reform, also die Zahlung von CO2-Preis innerhalb Europas, auch mit einem eben Anstieg und einer Verknappung der Zertifikate, die jetzt nochmal beschlossen wurde und dementsprechend auch einem stetigen Anstieg der CO2-Preise wichtige Dinge. Genauso wie die grünen Leitmärkte, hatten Sie, Herr Römer, auch, glaube ich, schon genannt als einer der Punkte, die auch von den Verbrauchern oder von den Unternehmen erwartet wird, auch aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Problem sicher auch, es muss in vielen Bereichen ist es auch eine europäische Regelung. Wir haben für Produktstandards sowieso europäische Regelungen. Wir dürfen in Deutschland gar nicht bestimmte Standards setzen und müssen uns da absprechen. Und insofern ist die Gefahr oder ist einfach die Situation im Moment so da, dass das nicht bis morgen oder bis zum nächsten Jahr umgesetzt werden kann und diese grünen Leitmärkte sich
wahrscheinlich eher etwas langsam entwickeln, aber zum Beispiel auch mit Vergabekriterien oder anderen sicher jetzt auch schon kurzfristig vorangebracht werden können. Gibt sicher auch einige Beispiele schon im privaten, im Business-Bereich, wo eben grüne Stahle zum Beispiel angefragt werden. Und das sind positive Entwicklungen, die sicher von der Regulierung noch unterstützt werden sollten. Carbon Management Strategie habe ich noch genannt. Da geht es eben insbesondere um die Frage CCU, CCS, also CO2-Abscheidung und Speicherung und Weiternutzung. Ein, glaube ich, ganz wichtiges Thema, was lange so ein bisschen tabu war. Aber inzwischen auch gerade jetzt von unserer Bundesregierung wieder offener angegangen wird. Man möchte jetzt diese Strategie machen, die kommt in diesem Halbjahr. Und insofern erhoffen wir uns da, dass dann auch neue Technologien auch in Deutschland möglich sind und möglicherweise eben auch gefördert werden können. Jetzt komme ich zum Förderbereich. Wir haben verschiedene Programme, die ich Ihnen kurz vorstellen kann, können Sie nachher sicher auch gerne nochmal in den Fragen, können wir das vertiefen. Zum einen gibt es das IPCEI Wasserstoff, die Klimaschutzverträge und das Förderprogramm Dekarbonisierung der Industrie. Da würde ich nochmal kurz drauf eingehen. Dann haben wir, die Kollegen von uns haben ein Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaftsprogramm. Da geht es insbesondere um kleinere Projekte, auch zur Förderung von Industriewärme, Elektrifizierungsprojekte, das schon am Laufen ist und die anderen Programme ergänzt. Und dieses letzte Programm CO2-Vermeidung und Nutzung in den Grundstoffindustrien ist vorgesehen, aber noch nicht in Kraft und würde eben auch CCU, CCS-Projekte unterstützen. Wir warten damit aber noch auf die Carbon-Management-Strategie, dass man eben auch vielleicht nicht das eine vor dem anderen macht, sondern erstmal weiß, wo man hin will und dann eben die Förderung entsprechend gestaltet. Jetzt kurz die ersten drei genannten Programme nochmal. IPCEI Wasserstoff, ein zentrales Programm für den Hochlauf der Wasserstoffstrategie, eigentlich ein europäisches Konzept. Insgesamt gab es 400 Projekte aus ganz Europa, die da zusammengefasst wurden. Wir als Bundesregierung haben das koordiniert. Für Deutschland haben sich über 260 Unternehmen im Jahr 2021, Anfang 2021 oder mit Projekten beworben. Wir haben 62 oder dann sind es 61 geworden, Projekte ausgewählt aus den Bereichen Erzeugung von Wasserstoff, Infrastruktur, aber eben auch industrielle Nutzung und Nutzung im Verkehrsbereich. Insofern eine Zusammenarbeit auch mit dem BMDV, mit dem Verkehrsministerium und mit den Ländern, die das kofinanziert haben. Und diese Projekte ja eben erstmal ausgewählt und dann mussten sie beihilferechtlich genehmigt werden. Und das war dann doch nicht ganz so einfach, wie wir uns vorgestellt haben bei den 400 Projekten. Mehrere Wellen, die wir dann gebildet haben, lange mit der Kommission hin und her diskutiert haben. Es hat halt, wie Sie wissen oder schon gehört haben, doch ein wenig gedauert. Wir haben die ersten Notifizierungen im Sommer des letzten Jahres bekommen für die Welle mit den Technologieprojekten und die Industriewelle. Da gab es allerdings eine Diskussion mit der Kommission, dass unsere Industrieverbrauchsprojekte nicht über das IPCEI notifiziert werden sollten, sondern über die normalen Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien. Da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen und das betrifft insbesondere die vier großen Stahlwerke in Deutschland, die über dieses IPCEI oder jetzt die Kübel eigentlich praktisch eine Finanzierung bekommen sollen, um ihre Hochöfenroute mit Direktreduktionsanlagen umzurüsten und so in 2 bis 3 Jahren hoffentlich schon einen großen Teil der Stahlproduktion mit Wasserstoff und damit CO2-frei herstellen zu können. Ja, und anfänglich wird wahrscheinlich auch hier noch Erdgas zum Einsatz kommen, aber wir müssen eben sehen, dass wir gleichzeitig die Infrastrukturen hochfahren
und dass dann eben auch die Wasserstoffversorgung läuft. Und wichtig war für uns eben auch, diese Stahlwerke zu etablieren und hier eben Leuchttürme zu haben, damit auch der Markt angereizt wird und die Erzeuger wissen, sie haben die Möglichkeit der Abnahme von großen Mengen von grünem Wasserstoff. Und insofern sehen wir, dass hier schon sehr, sehr, sehr viel passiert. Und ja, das ist erstmal eine gute Situation. Ich hoffe, dass da auch entsprechende private Investitionen dann angereizt werden. Wichtig in dem Zusammenhang ist dann sicher auch die Infrastrukturwelle, die jetzt noch im Genehmigungsverfahren liegt. Wir hoffen oder wir hätten gehofft, dass sie Anfang des Jahres bereits, ich glaube, wir hatten da auch drüber diskutiert in Cottbus, Anfang des Jahres bereits oder genehmigt wird von der Kommission. Im Moment sind die Signale eher zur Mitte des Jahres, muss ich zugeben. Das sind aber Dinge, die, wie gesagt, nicht ganz in unserer Hand liegen. Nächstes Thema wurde auch schon angesprochen, die Klimaschutzverträge. Genau das, was Herr Römer gesagt hat, ist es letztendlich die Funktion, eben diese Unsicherheit vom CO2-Preis zu nehmen. Es sollen Technologien, die CO2-frei produzieren können, sollen angereizt werden, indem die Kostendifferenz, die jetzt noch besteht, zu den herkömmlichen fossilen Technologien, die Kostendifferenz soll ersetzt werden. Durch ein Ansteigen des CO2-Preises wird diese Kostendifferenz über die nächsten Jahre kleiner und damit auch die Zahlungen, die aus den Klimaschutzverträgen erwachsen, werden dann auch geringer. Und es gibt sogar die Möglichkeit, oder wir sehen sie vor, dass wenn dann die Kosten für die CO2-freien Technologien geringer sind, dass es dann eben auch Rückzahlungen an den Staat gibt. Das wird dann entsprechend eben in diesen Klimaschutzverträgen so ausgestaltet. Wir haben, ursprünglich war ein etwas begrenzteres Pilotprogramm geplant. Wir haben jetzt das auf alle Sektoren des ETS mit Ausnahme von Raffinerien ausgedehnt. Eine Diskussion war auch noch, was ist die Größe der Anlagen in der Verbände- und Anhörung. Vor der Verbändeanhörung hatten wir noch 30 Kilotonnen CO2-Ausstoß im Jahr. Wir sind jetzt auf 10 runtergegangen. Das heißt, auch kleinere Anlagen können mit bieten. Wichtig ist sicher dabei, dass die Klimaschutzverträge nicht, sagen wir jetzt, über die Breite alle Transformationsprojekte abdecken sollen, sondern es geht schon auch darum, hier Leuchttürme und große Projekte mit einem großen Innovationscharakter und Vorbildcharakter eben zu fördern. Das Ziel ist eben auch, dass man Wasserstoffwirtschaft anreizt, dass man die Technologien auf den Markt bringt, dass die Technologien eben auch günstiger werden und dass dann eben andere Projekte eben auch davon profitieren können, dass Preise für solche Technologien fallen. Und insofern haben wir ein bisschen so die Diskussion momentan, wie viel Mittelstand, wie viel von den auch kleineren Unternehmen sollen profitieren können. Wir wollen sie eben nicht gänzlich ausschließen, oder will gar keine ausschließen, aber in der Sache, auch von der Praktibilität her, ist schon vorgesehen, dass auf eine, sagen wir mal, eine begrenzte Zahl von vielleicht 50, 60, 70 Projekten zu begrenzen. Wie geht es da weiter? Wir haben, das ist nochmal wichtig dabei eben auch, dass es um ein Wettbewerbsverfahren geht, also dass verschiedene Unternehmen und für ihre Projekte bieten können, dass sie sagen, dass die eigentlich ausgewählt werden, die den geringsten CO2-Preis oder Differenzpreis bieten können und insofern die höchste Fördereffizienz haben. Wie geht es weiter? Wir sind jetzt gerade haben jetzt verschiedene Verfahren, die laufen. Wir haben gerade die Hausabstimmung beendet und die Ressortabstimmung eingeleitet, insbesondere mit dem Finanzministerium. Wir hoffen, dass wir da bis April zu einer Einigung kommen.
Wir sind im Genehmigungsverfahren mit der Kommission, wieder gleiches Thema wie auch beim IPSA. Wir hoffen, dass es hier sehr viel schneller geht. Wir haben uns eigentlich, sagen wir mal, nach den Vorgaben der Kübel, also der Klima-, Umwelt- und Energiehilfeleitlinien gerichtet und hoffen, wie gesagt, insofern, dass wir da eine Genehmigung auch in den nächsten Monaten von der Kommission bekommen. Wir würden dann, wenn die Förderrichtlinie in Kraft ist und die auch von der Kommission genehmigt wird, die ersten Geburtsverfahren vorbereiten. Das dauert dann natürlich auch ein bisschen. Man muss die Ausschreibung machen, man muss dann die Angebote auswerten, man muss dann die entsprechenden Verträge, also erst wir machen ein zweistufiges Verfahren, das heißt, es gibt einen Bescheid und dann wird der Vertrag noch abgeschlossen. Insofern, unser Ziel ist, die ersten Klimaschutzverträge noch in diesem Jahr abzuschließen, aber wie die Erfahrung lehrt, kann ich das jetzt hier im Moment noch nicht garantieren. Letztes Programm, wo ich leite, weiter noch mal ein bisschen enger, genauer darauf eingehen will, ist das Förderprogramm Dekarbonisierung der Industrie. Das läuft auch schon, das hatten wir übernommen aus dem BMU vor einem guten Jahr. Ist eine Zuschuss- oder eine Finanzierung, es gibt Anteile für Dekarbonisierungsprojekte. Da ist eben auch das Hauptkriterium, ist die Investition eben in Projekte, die CO2 einsparen, und die CO2-Einsparung ist das Hauptkriterium. Und das insofern ergänzt das ein bisschen die KSV, die eben sowohl CAPEX als auch OPEX fördern. Hier ist es nur eine CAPEX-Förderung und im Moment ist es beschränkt auf die 15 Millionen Euro, die AKFO vorgeben. Die AKFO ist gerade geändert worden. Die Grenze ist jetzt auf 30 Millionen hochgesetzt werden. Also insofern gehen wir davon aus, dass wir hier auch bei der Summe etwas nach oben gehen werden können. Wichtig ist sicher die Abgrenzung zu den anderen Instrumenten, das hatte ich jetzt schon gesagt. Und wir sind auch gerade dabei, in dem größeren Dekarbonisierungsprogramm, was Beträge über 30 Millionen oder jetzt 15, vielleicht in Zukunft 30 Millionen, das nochmal zu überarbeiten. Und dann werden wir uns überlegen, wie das gut mit den anderen genannten Instrumenten zusammenpasst. Letztes Thema vielleicht noch kurz ist der Industriestrompreis, der zahlt sozusagen auch auf beide Themen ein wenig ein. Zum einen natürlich auf die Energiepreiskrise, weil es die Kosten senkt, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Dekarbonisierung, weil viele der Projekte sind damit verbunden, dass man von Gas beispielsweise oder Öl auch auf Elektrifizierung direkt oder indirekt umstellt. Auch für alle Wasserstoffprojekte, wie Sie wissen, braucht man eben Strom, wenn man den grün und mit Elektrolyseuren herstellt. Insofern ist sicher eine Voraussetzung, dass nur Strom aus erneuerbaren Energien gefördert werden kann. Wir müssen sehen, dass wir die Frage ist jetzt, wie ist das auch wieder beihilferechtlich mit der Kommission abzusprechen? Das ist sicher ein sehr, sehr kritischer Punkt. Wir haben ein Beispiel aus Frankreich mit dem Industriestrompreis, mit dem Arenage, wo die Kommission uns aber gesagt hat, das würde so nicht nochmal genehmigt werden und insofern vielleicht auch nicht das unbedingt das Modell, was wir anstreben werden. Auch die Finanzierung steht noch nicht, also insofern kann ich im Moment noch nicht viel versprechen, nur dass es wirklich sehr einen starken Willen gibt und sich viele Leute im Moment die Köpfe zusammenstecken, um ein Konzept zu erarbeiten, was frühestmöglich, aber sicher noch in diesem Jahr vorgelegt werden soll. So viel erstmal von meiner Seite. Vielen Dank und auch von mir gerne Antworten auf Fragen oder nachher in der Diskussion. Ja, Dr. Brehm, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ist ganz witzig, Dr. Brehm und ich, wir haben jetzt schon ein paar Jahre lang telefoniert, aber ich glaube, wir sehen uns jetzt das erste Mal echt. Insofern, schöner Anlass. Ja, dafür hat es sich gelohnt.
ganz zu meiner Freude. Herr Dr. Brie, Sie haben ja bei uns ein bisschen die Rolle als der Mann mit den vollen Taschen, weil wir haben ja gehört, auch schon von Herrn Dr. Römer, Förderung ist schon ein wichtiges Thema. Ich weiß, dass Sie auch sehr viel mit Unternehmen sprechen und vor Ort sind. Wird mir zumindest berichtet von den Unternehmen. Wenn man sich mit dem Thema Förderung zur Dekarbonisierung beschäftigt, dann weiß man eins, es dauert auch auf der Förderseite sehr viel länger als manchmal gedacht. Und wenn man dann eben sagt, naja, eigentlich muss ja erst die Förderung kommen, die dann den Anreiz setzt, dann fangen die Unternehmen an zu investieren und dann erreichen wir irgendwann unsere Ziele. Also kurz die Frage, glauben Sie, dass das in Zukunft schneller, zügiger kommt, dass wir noch mehr Förderung an die Unternehmen geben können? Oder glauben Sie, dass der Weg weiter steinig wird? Weil wir wissen ja auch, die Kommission guckt da schon sehr kritisch drauf. Ich glaube, man kann es nicht so allgemein sagen. Ich glaube, auch die Kommission, jetzt gibt es den TCTF nochmal, den neuen Beihilferahmen für Temporary Crisis und Transformation Framework, wo nochmal Erleichterungen drin sind. Die Kommission hat, glaube ich, auch mitbekommen, dass es ein Inflation Reduction Act in den USA gibt, was einige Investitionen über den Atlantik gezogen hat. Also die Bemühungen sind immer da. Ich erinnere mich auch an die Rede von Frau Vestager bei der Eröffnung unseres IPCEI-Wasserstoffs, wie toll das alles ist und wie sehr die Kommission das unterstützen wird. Und Ergebnis hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen vorgetragen. Also ich glaube, der Wille ist tatsächlich da, bei uns sowieso. Im Ergebnis, so ganz leicht wird es nicht. Ja. Aber Sie haben ja auch gesehen, es kommen jetzt auch wieder neue, wir haben neue Sachen, wir haben die Klimaschutzverträge und es sind auch gewisse Dinge, die schon laufen. Und ich hoffe, dass auch ein paar Sachen tatsächlich, das hatte ich auch beim letzten Mal in Cottbus gesagt, tatsächlich sich ein bisschen besser einschleifen und da eine gewisse Routine ist und es damit schneller geht. Ja. Aber im Prinzip stimmt es schon und das hat mich auch vielleicht selbst ein bisschen überrascht, dass es ein bisschen dauert. Was wir gemacht haben, wir haben wirklich den vorzeitigen Maßnahmebeginn, also die Möglichkeit der Unternehmen, mit dem Projekt zu starten, ohne dass es jetzt auf die Beihilfegenehmigung einen negativen Einfluss hat und bevor eben sowohl die Beihilfegenehmigung als auch die echte Genehmigung der Bundesregierung da ist, in vielen Fällen gestattet. Und das hat es ermöglicht schon, dass einige Projekte da nochmal ein halbes Jahr gewonnen haben, die sie vielleicht durch die längeren Verfahren verloren hätten. Ja, da haben wir ja auch in der direkten Nachbarschaft zum Beispiel in Duisburg. Ja, Fragen an die Kollegen. Gibt es schon dringende Verständnisfragen aus dem Publikum? Dann lassen wir gerne noch ein, zwei zu, bevor wir dann zum nächsten Referenten gehen. Lennart? Ja, wir haben mittlerweile ein paar Fragen reinbekommen. Ich denke, wir können nicht alle beantworten, aber eine noch zum Thema Energiepreise. Welche Maßnahmen strebt die Bundesregierung an, um insbesondere beim Thema Gas langfristig international wettbewerbsfähig zu sein hier in Deutschland? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass russisches Gas in andere Länder günstig importiert wird. Ja, also ich glaube, letztendlich geht es um eine Diversifizierung der Importe auch. Es gibt ja im Moment, aber das ist sicher ein Randthema, nochmal die Fracking-Diskussion, aber da kann ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht genau was zu sagen, aber ich glaube, das ist auch nicht, kann nicht die Lösung sein. Die Lösung ist sicher diese Diversifizierung. Insofern das, was ich gesagt hatte, Aufbau von LNG-Terminals, ist sicher der wichtigste Schritt. Einkauf von Gas in verschiedensten Ländern. Gerade Herr Habeck war ja auch im letzten Jahr häufiger in der Presse mit Besuchen in arabischen Ländern oder südamerikanischen, wo er eben auch dafür geworben hat. Und insofern haben wir da, glaube ich, ein pragmatisches Vorgehen, aber wir wissen letztendlich auch, dass es, wenn wir eben die Dekarbonisierung schaffen wollen und wenn wir wirklich ernsthaft die Klimaziele verfolgen wollen, es nicht so sehr auf Gas ankommt, sondern eben auf andere Technologien wie Wasser, grünen Wasserstoff oder den grünen Strom. Okay, dann würde ich noch eine kurze Frage zum Thema Klimaschutzverträge anstellen. Viele deutsche Unternehmen haben ja auch Produktionsstandorte im Ausland. Werden die Klimaschutzverträge auch für Projekte im Ausland, im europäischen Ausland funktionieren? Nein.
Es geht schon um eine Förderung von Unternehmen mit dem Standort in Deutschland. Das können ausländische Unternehmen sein, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber der Standort muss in Deutschland sein, die CO2-Emissionen müssen in oder Reduzierung der Emissionen müssen in Deutschland stattfinden. Gut. Dann, mit Blick auf die Uhr, sparen wir uns den Rest für die Podiumsdiskussion auf. Erstmal ganz lieben Dank.